Sicherheit freigelassen werden müssen. Montag, 2. April 1945. Ostermontag. In den Mittagsstunden werfen zwei Staffeln der 15. US-Luftflotte an die 250 Tonnen Bomben über der Stadt Krems ab. Im Visier der Bomber ist der Kremser Bahnhof an der Donauuferautobahn, über den der Nachschub für die deutschen Truppen zwischen Wien und Linz seit der Zerstörung der Westbahngleise geführt wird. Es hat vorher schon kleinere Angriffe gegeben, aber nicht so verheerend. Also dann wird das ganze Bahnhofsviertel wird quasi dem Erdboden gleichgemacht.